Das Wachstum im Euroraum muss man zurzeit mit der Lupe suchen, nur bei den Preisen nicht. Die Verbraucherpreise stiegen im April, vor allem wegen hoher Energiekosten, auf ein Rekordhoch seit Einführung der Gemeinschaftswährung. Im Jahresvergleich um 7,5%, so das Statistikamt Eurostat nach einer ersten Schätzung. Eine Rezession in der Eurozone ist aber ungeachtet der Kriegsfolgen vorerst abgewendet. In den ersten 3 Monaten des Jahres hat die Wirtschaftsleistung zugenommen, wenn auch weniger als erwartet, plus 0,2% Bruttoinlandsprodukt. Deutschland liegt da genau im Trend, Spanien etwas darüber. In Frankreich blieb der Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen unverändert. In Italien schrumpfte die Wirtschaft etwas. Überall wird der Start aus der Pandemie durch den Krieg in der Ukraine gebremst. Rezession oder nicht, das diskutieren im Moment vor allem Ökonomen in den USA. Das Bruttoinlandsprodukt fiel hier im ersten Quartal aufs Jahr hochgerechnet um 1,4%. Die weiteren Aussichten? Ungewiss. Kommt die harte Corona-Politik in China dazu? Sie verschärft die Lieferkettenprobleme und belastet die Weltwirtschaft.